Hallo, ich begrüße euch zu einem neues Video von mir. Ich möchte euch mal den Tescoon PL360 vorstellen. Das ist so ein kleiner Weltempfänger im super kleinen Format, aber mit einer super großen Leistung. Also ich muss sagen, ich habe jetzt hier heute Abend ganz schlappe 15 Sender drin von der Kurzwelle. Und da würde ich sagen, das ist schon ganz schön gut. Da der Vorteil von diesem Gerät ist, der hat einen Sendersuchlauf und indem er, wenn er sie sucht, speichert er auch gleich gefundene Sender ab. Das heißt, das erleichtert einen natürlich das mühelose Drehen. Weil alles, was er findet, speichert er und danach lässt sich das ganz normal scrollen von Speicherplatz zu Speicherplatz. Und man kann es ganz bequem abhören. Und gespeist wird er mit normalen Batterien. Ja, da hat man hier drei Batterien drin im Fach. Und das funktioniert wunderbar. Also die Mittelwelle hat er von 522 bis 1820 Kilohertz und der SW-Bereich von 2300 bis 21.950 Kilohertz. Also ihr seht, er hat auch ein weites Spektrum. Na? Genau, richtig. Und natürlich kann er auch FM-Radio, könnt ihr auch damit hören, also das ganz normale Radio. Die Knöpfe, die Bedienfelder sind relativ klein. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen und gucken. Aber für diese Größe ist es natürlich klar, der Lautsprecher funktioniert auch sehr gut. Ist natürlich der Größe entsprechend dann. Ne? Ist jetzt gerade bei Amazon erhältlich für 65 Euro, zumindest zum Zeitpunkt dieses Videos. Preise variieren natürlich immer. Und der Lieferumfang, da ist eine kleine Tasche dabei. Eine Wurfantenne, die seht ihr hier auch baumeln. Die habe ich jetzt da oben angebracht. Ich weiß nicht, wie viel Meter die hat. Ich schätze mal 5 Meter oder so. Ich weiß aber nicht genau. Und ein Clip. Ihr könnt euch das ganze Ding auch an den Gürtel hängen, wenn ihr wollt. Auch das ist möglich. Also ein ganz wunderbarer kleiner Weltempfänger, der alles macht mit sehr gutem Empfang. Der PL360, wie gesagt, von Tesco. Super Ding. Empfehle ich euch. Das war es auch schon heute von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr über dieses Gerät so denkt. Danke, ciao.